Verkaufen ohne laut zu sein, ohne Tschakka Tschakka, ohne was aufzudrängen und zu drängeln oder und schon gar nicht dieses Motto hier anhauen, umhauen, abhauen. Das wollen wir nicht. Und was es stattdessen gibt, verkaufen mit einem Sog, darüber spreche ich hier in diesem Video. Verkaufen tun wir alle fast immer schon, seit wir klein waren. Ja, wenn du früher als Kind was haben wolltest, ein Spielzeug, was zu naschen oder sonst was, oder dich mit einer Freundin verabreden, länger wegbleiben dürfen und so weiter, das alles musstest du deinen Eltern verkaufen. Wenn du deinem Mann verkaufen möchtest, am Wochenende möchtest du gerne in den Harz fahren oder weiß der Himmel wohl, nach Italien oder sonst irgendwas, dann musst du diese Idee verkaufen. Ja? Du möchtest, dass deine Kinder ihr Gemüse essen oder den Salat essen oder sonst was, dann musst du das den Kindern gut verkaufen. Ja? Also wir verkaufen immer den ganzen Tag Leuten unsere Ideen, ja? Weil wir möchten, dass die etwas machen. Und das haben wir schon von klein auf sehr schnell gelernt, dass man das muss. Also verkaufen kann im Grunde genommen jeder. Ja? So, jetzt geht es aber darum, nicht mit dieser Tschakka, Tschakka draufhauen. Ja, ihr wisst, man sagt, oder ihr wisst es vielleicht nicht, in der Versicherungsbranche sagt man so, gibt es so diesen kleinen Scherz, ja, du musst die Leute anhauen, hey, ich habe was zu verkaufen, dann musst du sie umhauen, irgendwie bewusstlos schlagen, damit sie unterschreiben und dann musst du möglichst schnell abhauen und dann siehst du die Leute nie wieder. Das wollen wir ja im Kosmetikstudio nicht, weil wir davon leben, dass Menschen sehr viele Jahre immer wieder zu uns kommen und unsere Dienstleistung, Behandlung kaufen und am besten Fall auch unsere Produkte kaufen. Denn eins ist klar, wenn sie nicht bei uns kaufen, kaufen sie woanders. Ja, ich habe das zu Anfang mal falsch gemacht, indem ich dann von damals war ich eine der ersten in Deutschland, die mit Enzympeelings gearbeitet haben. Es war total unbekannt, es war total neu und war damals auch noch zu schüchtern, um wirklich zu sagen, also ich habe denen die Vorteile erklärt, die waren begeistert von der Wirkung und habe aber nicht dann am Ende das hingestellt, hier, das ist das Peeling, so oft machen sie es und das ist der Preis und ich würde mich freuen, wenn sie es bei mir kaufen und weitermachen. Sondern bin davon ausgegangen, dass die Kunden so begeistert sind, dass sie natürlich wissen, dass sie es bei mir kaufen können. Falsch. Bin ich dann drauf gekommen, weil mir dann Kunden gesagt haben, ja, ich war ja so begeistert beim letzten Mal beim Peeling. Ich bin gleich gegenüber rein in die Drogerie, das war eine riesen Parfümerie, in die Parfümerie, um zu fragen, hätte gern so eins gekauft, aber die kannten das gar nicht, die hatten sowas gar nicht. Und da habe ich nur gesagt, um Gottes Willen. Ich verkaufe das Zeug. Ich behandle damit und ich verkaufe das. Ich habe gedacht, das ist jedem Menschen da draußen klar. Nein, die Kunden sind nicht darauf gekommen, dass sie das bei mir kaufen können. Die sind in die Parfümerie gerannt. Weil sie dachten, Parfümerie, da kauft man Produkte, im Kosmetikstudio, da gehst du nur, um dich behandeln zu lassen. Das denken übrigens heute noch ganz viele. Ganz viele Menschen, wenn du dir fragen würdest, was denkst du, was die im Kosmetikstudio, KosmetikerInnen, so den ganzen Tag machen, dann wirst du die Antwort bekommen, ja, die schminken den ganzen Tag, die machen Fingernägel, die kleben Wimpern, die machen Füße, die massieren, ja, da kannst du gut quatschen und Kaffee trinken. Wenigsten kommen da drauf, dass du da eine bessere Haut bekommen kannst, dass die bei Hautproblemen helfen können, wobei das auch nicht alle können, das muss man natürlich dazu sagen, nicht alle Studios, sorry, hier kommt die Wahrheit, ich schätze mal, 20% der Kosmetikstudios kennen sich wirklich mit Hautproblemen aus, könnten einem erklären, wo der Unterschied zum Beispiel ist zwischen Hornschichtlipidmangel und Teigschichtlipidmangel und so weiter und so fort, ja, und sich mit Hauterkrankungen auskennen, sind wahrscheinlich nur 20%. Also von daher liegen die Kunden dann ja auch richtig, wenn sie denken, dass die 80% der Kosmetikstudios sich sowieso nicht mit der Haut auskennen oder nicht so richtig, ja, und dass du dann da auch keine Produkte kaufen kannst. Also auch heute noch glauben viele Kunden, kaufen kannst du da keine Produkte oder nichts Ordentliches. Und deshalb muss man es ihnen sagen. Ja, deshalb muss man Kunden das sagen. Wichtig ist dazu, dass du das, was du versprichst, halten kannst. Deshalb geben wir ja bei Von Lupin Kosmetik eine 8 Wochen Hautverbesserungsgarantie.
dass wir sagen, wenn sie das als, wenn die Kunden das so umsetzen, wie unsere Hautexperten das empfehlen, ja, und sich auch wirklich daran halten, dass die Haut innerhalb von 8 Wochen besser wird. So, wenn nicht, dann nehmen die oder wir die ganzen Produkte zurück. Das heißt, die Studio nimmt die zurück und wir ersetzen es wieder dem Studio. Ja, weil wir davon überzeugt sind, dass wir die Haut verbessern können. Wir können das und das geben wir schriftlich mit. Schriftlich den Kunden mit. Absolute Sicherheit. Und dann kriegen sie noch das Rundum-Sorglos-Paket von den Instituten. Ja, mit den Kontrollbehandlungen, Hautcheck und so weiter und so fort. Ja, das gehört ja alles mit dazu. Und das bekommst du. Wo bekommst du das denn? Oder wo bekommen Kunden das? In der Parfümerie? Sorry, die behandeln meistens gar keine Haut. Ja, das sind Verkäufer, die sind gut geschult im Verkaufen von Produkten. Die sind auch viel besser geschult wie in den Kosmetikstudios, die Leute. Viel besser. Ja, weil bei denen ist das Verkaufen ja eine richtige Ausbildung. Ja, eine kaufmännische Ausbildung, die in den Studios meistens fehlt. Aber sie haben keine Kosmetikausbildung, die meisten dort nicht. Und behandeln auch gar nicht mit den Produkten. Und da liegt jetzt wiederum der Vorteil für uns Kosmetikstudios, dass wir Produkte auf die Haut auftragen, Kunden über Monate, Jahre begleiten und sehen, welches Produkt bei welcher Haut, bei welchem Hautzustand, bei welchem Hautproblem was bringt. Und darauf Versprechungen abgeben können. Natürlich vernünftige. Und nicht versprechen, oh, sie haben alles voller unreiner Haut, ja, kann ich in 7 Tagen wegzaubern. Nein. Das natürlich nicht, sondern realistische Versprechung. Ja? Und wenn du die dann noch schwarz auf weiß mitgeben kannst, indem du sagst, wenn das in 8 Wochen nicht besser wird, nehme ich ihn alles wieder zurück. Das ist perfekt. Da machst du den perfekten Kundensog. Ja? Dann kaufen die Kunden die ersten Sachen bei dir, vertrauen, sie buchen die nächsten Behandlungen, Vertrauen wird aufgebaut. Ja, und dann stehen sie da und sagen, ja, wenn das für mein Gesicht so gut geholfen hat, ja, dann wird es ja für den Körper auch so sein, oder? Dann brauche ich auch mal eine Körpercreme, dann brauche ich auch mal die Sonnenpflege, dann brauche ich auch mal Handcreme, Fußcreme, Haarprodukte, ja, und dann möchte ich auch noch mal eine Maske haben. Dann auch das Puder. Das geht dann immer weiter. Das ist das, was man Sogverkauf nennt. Ja, die Menschen durch Vertrauen, und da brauchst du nicht aufdringlich sein. Kein Chaka-Chaka. Du machst es durch Vertrauensaufbau. Und das ist das Beste, was du machen kannst und das sich auch über Jahre auszahlt. Ja, ich bin ja nun wirklich lange genug in dieser Branche. Ja, und ich habe in über 30 Jahren festgestellt, und auch ich hatte das zu Anfang, dass ich mich mal geärgert habe. Da waren dann Konkurrenzstudios, ja, die hatten dann ein paar Promis und dann kamen die damit in die Zeitung und dann sind da alle hingerast, wo ich gedacht habe, oh Mann, ich weiß, dass ich viel bessere Leistung bringen kann, viel bessere Behandlung abliefern kann, Ergebnisse, dass die Kunden bei mir noch Geld sparen würden, weil sie für bessere Produkte weniger Geld zahlen müssten. Ja, wir hätten also alle einen Gewinn und habe manchmal gedacht, warum rennen jetzt alle Leute dahin, nur weil da ein Promi hinrennt und diese Person es schafft in die Zeitung und so weiter. Das hat mich schon frustriert manchmal, ja. Nur heute, nach so vielen Jahren, mich gibt es immer noch. Mein Studio gibt es noch, wir sind sehr erfolgreich. Die von damals, die diesen riesen Hype ausgelöst haben, kurzfristigen Hype, die gab es nach kurzer Zeit gar nicht mehr. Die haben dann ein paar Jahre das Geld abgeschöpft, auch nach der Methode anhauen, umhauen, abhauen. Da wurden Sachen verkauft, die totaler Kokolores waren, völlig überteuert, ja, wo die das Geld geschöpft haben. Nur, die gibt es heute gar nicht mehr, die Studios. Nach ein paar Jahren waren die weg. Aber da habe ich natürlich auch 10, 15 Jahre für gebraucht, um das zu erkennen, um zu sehen, ah, interessant, mich gibt es immer noch. Ich stehe auf ganz soliden Beinen da. Meine Kunden kommen jeden Monat, jedes Jahr immer noch zu mir über Jahre. Und die Studios gibt es inzwischen gar nicht mehr. Also, mein Learning, ja, nicht den Leuten kurz was aufquatschen, ist der falsche Weg. Mach es auf langfristige Vertrauensbasis. Nennt man auch leises Verkaufen. Ja, muss nicht mit Chaka-Chaka und hier, Promi hier und... Nee, brauchst du nicht. Fleiß schlägt Talent. Oder Talent ist es ja noch nicht mal. Fleiß schlägt Promi. Das passt viel besser. Fleiß schlägt Promi. Bonus. Ja? Wenn du immer gut ablieferst, dann zeichnet sich das aus und dann bist du auch nicht darauf angewiesen, dass du da mal so einen kurzen Hype hast oder dass du die Leute da kurzfristig das Geld aus der Tasche ziehen musst, indem du den, jetzt ist ja gerade der heiße Trend, verkaufe den Kunden möglichst Pakete für 1.500 Euro, ja, am liebsten noch für 3.000 Euro, ja, dann bist du wer.
Ich glaube daran nicht. Daran glaube ich nicht. Ich glaube nicht daran, dass das langfristig funktioniert. Ja, man wird von manchen Coaches lernen können, wie man Kunden auf den Schlag mal 1.500 oder 3.000 aus der Tasche zieht. Aber ich glaube nicht, dass diese Kunden über Jahre kommen. Über Jahre. Und das bringt aber mehr Geld. Wenn Kunden jeden Monat zu dir kommen und 100 Euro für Produkte kaufen, 100 oder 200 Euro für die Behandlung bei dir lassen, ja, dann hast du auch deine 3.000 irgendwann. Dauert ein paar Monate, ja. Aber wenn du Glück hast und diese Kundin 10 Jahre oder mehr zu dir kommt, ist das viel mehr wert. Viel mehr. Ja, das war Teil 1. Im nächsten Video gibt es hierzu Teil 2. Da gibt es nämlich noch ganz viel Interessantes zu erzählen. Liebe Grüße. Abonnieren, damit du den zweiten Teil nicht verpasst.